Ob Sport, Musik oder Kreativsein. Viele Menschen haben Hobbys, mit denen sie ihre Freizeit gestalten. Einige gehen dabei außergewöhnlicheren Interessen nach als andere. Welchem Hobby die Besucher der NipponCon im Bürgerhaus in Bremen-Fegesack nachgehen, dürfte bei nicht wenigen einen erstaunten oder verdutzten Gesichtsausdruck hervorzaubern. So läuft man dort Besuchern in genauso kreativen wie skurrilen Kostümen über den Weg. Und auch die Angebote wie Synchro-Workshops oder Karaoke mit asiatischen Bands und Anime-Titelsongs sind doch schon ein wenig ungewöhnlich. Was genau ist also die NipponCon? Die Antwort darauf ist ganz simpel. Eine Veranstaltung dieser Art nennt sich Cosplay. Beim Cosplay schlüpft man in die Rolle eines fiktiven Charakters. Ob aus einem Film, Computerspiel oder Anime, spielt dabei keine große Rolle. Dieser ungewöhnliche Verkleidungstrend kommt ursprünglich aus Japan. Aber wie kommt ein japanischer Verkleidungstrend nach Bremen? Organisatorin Jeanette Haas gibt uns einen Einblick, wie die NipponCon nach Fegesack kam und welche Zielgruppe mit der ungewöhnlichen Veranstaltung angesprochen wird. Das ist die 5. NipponCon. Die Rückmeldungen sind total super. Wir sind ja vor 2 Jahren erst hier ins Bürgerhaus Fegesack gezogen, weil die alte Location zu klein war. Und wir hatten gestern wieder über 1000 Besucher. Es gibt in ganz Deutschland verschiedene Conventions. Und nachdem das Interesse an Japan, der japanischen Kultur immer größer wurde, haben wir gesagt, auch Bremen braucht halt mal eine Veranstaltung und haben die vor 5 Jahren dann ins Leben gerufen. Kernzielgruppe sind die 14- bis 27-Jährigen mit Interesse an Japan, an japanischer Kultur, aber auch an Korea oder China. Das mischt sich quasi alles. Die NipponCon ist ein wahres Paradies für alle Japan-begeisterten Menschen. Ein ganz besonderes Highlight war eine Bühnenshow, welche einen Cosplay-Wettbewerb beinhaltete, bei dem das beste Cosplay gesucht wurde. Dieser besondere Verkleidungstrend sorgt für eine Menge Aufmerksamkeit und benötigt viel Kreativität. Dabei stellt sich einem die Frage, was der persönliche Reiz ist, sich so in der Öffentlichkeit zu verkleiden. Wen stellen die Kostümierten dar und wie viel Arbeit steckt eigentlich in der Vorbereitung für ein Cosplay? Ich mache Shingen Takeda aus dem Spiel Sengoku Basara bzw. dem Anime. Es ist ein japanischer Feldherr, der um 1500-1600 in der Kriegszeit gelebt hat. Das ist eine reale Figur, die aber in den Animes und Spielen ein bisschen anders aufgelegt wurden. Insgesamt habe ich jetzt knapp 1,5 Jahre daran gearbeitet. Der Helm war mit das Aufwendigste, zusammen mit der Axt, die jetzt nicht da ist. Und ja, das meiste musste ich handnähen, weil es mit der Nähmaschine nicht ging. Ich bin aus Assassin's Creed 3 Connor, eine weibliche Version. Und ja, ich zocke halt ziemlich gerne und Assassin's Creed ist eines meiner Lieblingsspiele. Und sein Outfit gefällt mir gut, das Spiel gefällt mir gut. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann cosplay es ihm mal. Noch mehrere Cosplays, um die 10 bis 15 Stück ungefähr. Und mindestens ein halbes Jahr stecke ich da immer an Zeit rein. Also das Längste, was ich gebraucht habe, waren 2 Jahre, bis alles perfekt war. Und bevor es nicht hundertprozentig perfekt ist, ziehe ich es auch nicht an. Um so ein Kostüm in der Öffentlichkeit anzuziehen, erfordert es eine Menge Selbstbewusstsein. Doch wie schaffen es diese Anime-Fans, über ihren eigenen Schatten zu springen und sich keine Gedanken darüber zu machen, was ihr Umfeld über ihr außergewöhnliches Hobby denken könnte? Ich habe davor keine Angst. Ich habe auch schon mein Cosplay mitgehabt zur Arbeit, zwar nicht angezogen, aber ich hatte kurz nach der Arbeit ein Shooting, sprich auf der Arbeit mal schnell ins Cosplay gewechselt, dann zu den Leuten gelaufen. Oder Freitag hatte ich meine Sachen komplett dabei, auch Schwerter, den auf der Arbeit hingestellt. War ein bisschen witzig. Habe erstmal geguckt, was ich da wohl bei habe. Ich werde zwar ein bisschen belächelt von den etwas Jüngeren, die sich gar nicht damit auskennen, aber ich finde die Akzeptanz der Älteren, also in meinen Augen älter, die ist eigentlich ziemlich groß, weil sie finden es auch interessant. Man muss einfach auf die Leute zugehen, wenn sie nicht auf einen zugehen. Eigentlich bin ich nicht so der selbstbewusste Mensch, aber in dem Cosplay fühle ich mich halt richtig gut und deshalb mag ich es auch so. Und ja, ich würde jetzt auch nicht so in die Stadt gehen, aber auf Conventions ist das ja normal. Und ja. Alles in allem ist die NipponCon eine skurrile und vielleicht auch gerade deshalb eine so lohnenswerte Veranstaltung. Gerade Japan interessierte Menschen haben hier die Möglichkeit, einen guten Einblick in die asiatische Kultur und die Welt der Animes zu bekommen. Auch in den nächsten Jahren wird die NipponCon zahlreiche Menschen anlocken und mit ihrer einzigartigen Atmosphäre verzaubern. Jede Altersklasse wird hierbei auf ihre Kosten kommen und ein wunderbares Wochenende erleben.